Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icarus. Ich bin Flex, freut mich wie immer riesig, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's mit unserer ersten Erkundung der Flusslande. Wie ihr seht, wir sitzen nicht mehr im kleinen Felsiglo. Ich habe uns mal unser Steinzelt geholt. Ich musste ja eh nochmal nach Hause zurücklaufen zum kleinen Werkstattgebäude, weil ich ja letzte Folge auch das Signal noch nicht mitgenommen hatte. Das habe ich jetzt abgeholt und habe bei der Gelegenheit auch gleich mal uns ein Steinzelt eingepackt. Musste nur ein paar von unseren Steintreppen gegen Holzelemente ersetzen, sodass wir noch ein paar Schrägen zusammenbekommen haben hier. Und jetzt haben wir erstmal wieder unser Zelt hier drüben. Ja, ich habe auch tatsächlich eine kleine Höhle gefunden, die wir letzte Folge nicht gesehen haben, obwohl wir auch hier in der Ecke geguckt haben. Aber da habe ich sie nicht gesehen. Hier oben ist also eine kleine Höhle in den Flusslanden. Also wir waren letztes Mal ungefähr bis hier gelaufen. Hatten hier in dem kleinen Canyon hier gesessen, in unserem kleinen Felsigloo. Ich bin da, wie gesagt, zurückgelaufen bis nach hier oben zu unserer Werkstatt, habe das Signal geholt und unser Steinzelt. Und dann habe ich hier beim Zurücklaufen hier oben in der Ecke doch die kleine Höhle entdeckt, wo wir jetzt erstmal sitzen. Ja, Lieben, dann gibt es eine kleine Planänderung für die Folge. Ich hatte letzte Folge ja noch gesagt, dass ich uns in dieser Folge hier ein bisschen was aufbauen möchte. Das werden wir jetzt aber doch nicht machen. Wir werden jetzt hier ein bisschen uns auf Erkundung konzentrieren, ein bisschen durch die Flusslande gucken, dieses Missionsziel erfüllen und versuchen noch ein paar Höhlen zu entdecken, dass wir noch ein paar Exotics mitnehmen und hier jetzt in Ruhe mit unserem Zelt erstmal ein bisschen auf Erkundungstour gehen und uns in der nächsten Mission dann richtig groß was aufbauen. Denn da kam von euch in den Kommentaren die Info rein, dass die nächste Mission, die wir hier mit freischalten, die Payday Extraction sich viel, viel besser noch eignet, um sich da ordentlich was aufzubauen. Vor allem, weil man sich da wohl auch ordentlich was aufbauen muss. Dann machen wir das so. Das heißt, hier kümmern wir uns jetzt schön langsam, nicht so aufgeregt. Hier kümmern wir uns jetzt um unser Missionsziel, gehen also hier runter, gucken dann ein bisschen durch die Flusslande halt, machen eine kleine Erkundungstour mit unserem Zelt im Rucksack hier und versuchen uns mal ein bisschen in den Flusslanden umzugucken, ohne dabei von Bären gefressen zu werden, hoffentlich. Und dann schauen wir uns hier halt ein bisschen um, gucken, dass wir ein paar Exotics finden und machen einfach eine kleine Erkundungstour. Aber sowas haben wir auch noch nie wirklich gemacht. So ein bisschen in der Wüste mit unserem Zelt unterwegs gewesen. Dann machen wir das hier jetzt auch nochmal. So, ihr Lieben, ich würde sagen, es ist auch schon gleich soweit. Wir können uns hinlegen. Ein paar Minuten noch. Vielleicht können wir vorher einen Blick in die Höhle riskieren sogar. Vielleicht haben wir ja sogar hier schon Exotics. Ich habe noch nicht reingeguckt. Vielleicht haben wir hier welche. Nicht so schnell reden, Flex. Schön langsam. Ich freue mich schon wieder, Leute. Ist einfach ein riesen, riesen Spaß, macht dieses Spiel. So, na? War klar, dass ihr hier unterwegs seid. Ja, zumindest hätten wir jetzt aber auch ein paar Erze. Wasser hätten wir ja auch hier unten in der Höhle. Können wir gleich mal unsere Wasserflasche auffüllen. So. Und Exotics würden wir auf jeden Fall sehen. Die leuchten so schön im Dunkeln. Die können wir gar nicht übersehen. Jede Menge Gold hier, Eisen, jede Menge Wurm. Oh, der hat sogar nur einen ausgehalten. Scheint doch eine etwas größere Höhle noch zu sein, soweit es hier nach unten geht. Hier haben wir das Wasser. Na, Wurmi Wurm. Lass mal einen Schluck trinken. Komm schon. Oh, hier kann man sogar hinten rumlaufen. Noch ein Wurm. Irgendwo da unten. Oh. Ranziges Vieh. Doch einmal erwischt. Und noch einer. Ist das hier voller Würmer? Bei so viel Würmer muss doch irgendwo mal ein Exotic rausspringen hier. Aber sieht auch hier erstmal nach nichts aus. Nee. Schade, schade. Ja, alles klar. Oh, wie? Ihr könnt unter Wasser. Was ist nu? Autsch. Nochmal getroffen. Ah, raus hier und nochmal. Au, au. Oh, wie oft nacheinander können die spucken? Raus hier, oh Gott. Wir sind gleich tot. Wir müssen was essen. Lauf, 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 lauf. Iss. Konsum. Nein. Konsumieren. 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 Schneller gegen konsumieren. Iss. Iss wie blöder. Iss das. Du sollst das essen. Okay, überstanden. Alles kein Problem. Alles kein Problem, solange man genug Essen dabei hat. Alles kein Problem. Das waren aber nochmal ein paar viele hier unten jetzt. Ein paar viel zu viele. Da.
Weil wir schon gleich in der ersten Höhle, in die wir reingucken, vergiftet hier. Ich glaube, die haben aber auch den Schaden der Höhlenwürmer erhöht. Ich meine, das stand drin, in irgendeinem der letzten Updates haben sie die nochmal gefährlicher gemacht. Merkt man. Okay, keine Exotics. Natürlich hätten wir jetzt hier jede Menge Erze zum Abbauen. Aber jetzt gucken wir erstmal weiter. Raus wieder in unser Zelt. Schlafen. Moment, hier geht's nach draußen. Nicht verlaufen. Oh, ich habe mich verirrt. Hier geht's rauf. Alles klar. Das ist der richtige Weg. Das ist der Weg. Raus hier. Oh, wir nehmen ein bisschen Kohle mit. Ein bisschen Kohle in der Tasche ist immer nicht schlecht. Haben wir auf jeden Fall was dabei, wo unser Lagerfeuer ewig brennt. So, 21 reicht. Kohle ist auch recht schwer. Alles klar, raus hier, ab ins Bett. Dann überlege ich gerade, lassen wir das Zelt einen Moment hier stehen oder packen wir es gleich ein? Und gehen los, weil dann hätten wir keinen Spawnpunkt mehr hier, wenn wir es jetzt einpacken. Ich glaube, wir nehmen es aber trotzdem mit. So, haben wir hier noch was durchgebrutzelt? Ja, sehr schön, brauchen wir auch. Das wäre fast schief gegangen. So, Munition haben wir noch ordentlich. Da habe ich uns ordentlich was hergestellt. Das haben wir dabei, das. Den Signal haben wir dabei. Alles klar, legen wir uns erstmal hin. Neuer Tag in den Fluss landen. Neues Glück. Ich wache wieder auf dem Dach auf. Ich hänge im Dach fest. So. Wir wollen das Zelt ja eh mitnehmen. So, Schlafsack einpacken. Wir bauen unser Zelt ab. Da haben wir zwar keinen Spawnpunkt mehr hier. Und jetzt haben wir gar keinen Spawnpunkt. Ne, jetzt haben wir gerade gar keinen. Weil es ist nicht so, dass das dann wieder auf den alten Schlafsack zurück switcht, den man vorher als Spawnpunkt hatte. Jetzt haben wir gar keinen Spawnpunkt gerade. Nach Möglichkeit jetzt nicht vom Bären fressen lassen. Am besten gleich nochmal die Lebensenergie auffüllen. Hier ist das alles. Hier wollen wir nochmal Kürbis für die Kürbiskraft. Jetzt sind wir aber schon sehr gut ausgeruht. Wir haben zumindest zwei Futterbuffs hier. So, du raus. Kohle raus. Feuer eingepackt. Los geht's. Bin auch sehr gespannt, was da unser Missionsziel auf uns wartet. Erstmal wieder hier runter durch den schmalen Canyon. Und gucken. Doch, schon wie den Flussland ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer, was die Level der Tiere angeht. Kann man sagen, zwar nicht alle, aber zwischendrin hat man immer welche dabei gehabt. Jetzt hier, also ich jetzt auch offscreen, die auf jeden Fall schon über Level 100 waren. So, auf geht's in... Ist das ein Stein oder liegt da ein Tier? Liegt da ein Bär? Nee, das ist ein Stein. Wir gehen mal näher ran. Manchmal so früh morgens liegen die Tiere ja auch noch rum. Da kennt man es manchmal gar nicht richtig. Das ist ein Stein oder irgendwas, wo wir auch schon ein bisschen das abgebaut haben. Ja, noch ein kleines Kohlevorkommen, so wie es aussieht. Ja, da habe ich mal ein bisschen Kohle geholt gehabt. Anscheinend im Vorbeilaufen. So, Leute, auf geht's. Ich bin sehr gespannt auf unser Missionsziel, was wir da machen müssen. Was da noch für ein Event kommt. Wahrscheinlich müssen wir das Ding natürlich erstmal ganz normal aufstellen. Ich schätze mal, einen Moment aufladen oder so auch wieder. Ein bisschen genau hier runter. Wahrscheinlich kommt auch eine kleine Welle dann. So. Das sieht herrlich aus hier, Leute. Sonnenaufgang. Ganz entspannt und gemütlich ab durch die Flusslande. So, ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir jetzt eine kleine Planänderung hier haben, dass wir jetzt uns jetzt in dieser Folge hier oder dieser Mission hier jetzt nicht mehr groß aufbauen, sondern eben das Missionsziel erledigen, ein bisschen erkunden, ein bisschen nach Erzen suchen und dann zurück nach Hause. Wobei ich den Rückweg dann alleine machen werde, weil da kommen wir durch dieselben Ecken nochmal, nur der ewig lange Weg zurück zur Kapsel, den werde ich dann alleine machen. Jetzt gehen wir aber erstmal los, überhaupt rein in die Flusslande weiter und zu unserem Missionsziel. Der Scanner sieht auch echt, das Signal, ne? Das sieht doch echt cool aus. Kann von euch in den Kommentaren dann so ein bisschen an die Protonen-Packs von den Ghostbusters. Ja, so ein bisschen irgendwie schon. Hat auf jeden Fall was. Mich jetzt am allerersten Moment an so einem Propeller von so einem, von so einem Propellerboot halt interessiert, die wie so in den Everglades zum Beispiel unterwegs sind. An sowas habe ich das erinnert. Weil die gibt es ja auch als kleine, gibt es tatsächlich in der Version auch als so kleine Propeller für den Rücken. Als kleine Rotoren, die man drauf machen kann, um damit mit Skiern übers Wasser zu fahren. An das hat mich das als allererstes erinnert. Vielleicht nach da jetzt so einen kleinen Rotor rein und dann fliegt man halt so übers Wasser. So Leute, wir sind wieder im schmalen Canyon unterwegs. Ist jetzt noch recht gefahrlos. Will ich mich aber auch gar nicht beschweren. Ja, hier war auf jeden Fall noch ein Bär letztes Mal hier vorne, als wir rauskamen aus dem kleinen Stück. Und da in dem, bisschen näher ranzoomen, in
dem schmalen Stück hatten wir hier unseren kleinen Fels-Iglu uns rausgeklopft. Hier bin ich übrigens auch schon mal ein Stück reingelaufen. Hier ist dann aber wieder das Missionsgebiet zu Ende. Sieht man aber auch hier, habe ich vorher nicht drauf geachtet, wenn das hier so schraffiert ist, kann man den Bereich der Karte nicht betreten. Also das Ende. Das heißt, hier sieht man auch schon genau, wie groß unsere Karte in dieser Mission sein könnte. Bis hier unten könnten wir wahrscheinlich durch die Wüste laufen noch. Und hier halt kommen wir nirgendwo weiter. Habe ich auch vorher noch nie drauf geachtet. Kann man also vorher schon mal ein bisschen sehen, wie groß die Karte eigentlich ist, die man hat, oder das Missionsgebiet. So. Schön die Augen offen halten. Wie gesagt, die andere Höhle ich vom letzten Mal auch übersehen, obwohl wir genau da in die Ecke geguckt haben. Du musst aus dem Weg. Greifst uns sowieso an. Wir nehmen am besten auch ruhig Fell und Knochen alles mit hier. Und Fleisch auf jeden Fall auch. So, wir haben immer noch die olle Lungenentzündung. Zap, zap. So. Passt doch aber auch, ihr Lieben, ist doch heute eine gemütliche Freitagsfolge, eine gemütliche kleine Erkundungstour zum Wochenende. Und dann können wir zum Samstag in die nächste Mission rein, in die Payday Extraction, wo es ja auch nochmal richtig lohnenswert dann Exotics geben soll. Und wo wir uns auf jeden Fall richtig schön was aufbauen können. Ja, moin! Level up schon wieder. Level 72. Unglaublich. Ja, ich muss halt offscreen beim Hin- und Herlaufen auch ein paar Tiere jagen. Das hat auch schon wieder extrem viel Level gebracht. Geht einfach so, so schnell. So, jetzt kommen wir hier wenigstens mal wieder ein bisschen rum in die Sonne. Igos ist einfach auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel. Vor allem, weil wir jetzt gerade lange nicht im Waldbiom unterwegs waren, hat es auch nochmal wieder richtig was. Oh. Ja, ja. Genau. Hier wart ihr doch unterwegs. Wir bleiben mal an der Seite hier. Schön an der Seite. Schleichen hier an der Ecke vorbei. Einmal hier oben am besten so ein bisschen rum. Schön weg vom Bär, ohne uns aber dabei den Hals zu brechen. Oh. So. Alles klar. Wieder hier oben ist unser kleiner Fels-Iglu noch. Oh, 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 oh. Ich glaube, der ist schon hinterhergekommen, so wie es fast angehört hat. Stückchen laufen. Aber hier vorne kam irgendwo, glaube ich, gleich noch einer. Bleiben erstmal so ein bisschen am Rand hier. Können wir gleich gucken, ob wir hier irgendwo Höhleneingänge haben. Weil bis hierhin sind wir letztes Mal schon gelaufen. Aber da, wie gesagt, ich habe die andere Höhle ja letzte Folge auch nicht gesehen. Da ist nur ein Hirsch unterwegs, alles gut. Wie gesagt, ein Wasser haben wir jetzt noch gar nicht gefunden, außer in der Höhle. Ganze Flusslande haben keinen einzigen Fluss bis jetzt. Nochmal Bär, würde ich sagen. Ich meine, hier geht's jetzt. Hier haben wir schön viel freie Fläche. Solange der Bär alleine ist, müsste es gehen. Wenn er ein hohes Level hat, müssen wir eben nur länger mit ihm tanzen. Und hoffen, dass er nicht in sich entscheidet, seinen Rhythmus zu ändern. Gämse. So, okay, auf der Seite scheint aber tatsächlich nichts zu sein. Gehen wir schon mal ein bisschen weiter hier runter, setzen wir schon mal den Marker. Aber hier drüben, da sieht es doch super verdächtig aus. Setzen wir lieber mal unseren Marker da drüben. Gucken wir auf der Seite. Schön die Ohren und die Augen offen halten. Wo? Da hinten kommt er. Da hinten kommt er gewackelt. Den nehmen wir aus dem Weg. Nicht dich, Hirsch. Ich will den Bär. Ich hoffe, jetzt sind nicht 1000 Wölfe in der Nähe oder Schweine. Wo ist er? Da kommt er. Das ist auch genau da, wo wir hinwollen. Da schleicht noch irgendwas. Was schleicht da? Und nicht, dass noch ein zweiter Bär hier irgendwo unterwegs ist. Da ist er, da ist er. Haben wir erwischt. Ah, komm her hier. Level 71. Das geht noch. Der hält nicht so viel aus. Nee. Zack. Da habe ich doch Level 71. Der hält nicht so viel aus.
Das geht noch. Das geht noch. Was liegt denn hier? Die Berries. Oh, kein Platz. Wir haben keinen Platz. Wieso haben wir keinen Platz? Was haben wir denn alles dabei? Was brauchen wir denn nicht so viel? Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Holz hier mit uns rum. Oder wir brauchen auf jeden Fall nicht so viel Leder. Vor allem, weil wir gleich nochmal ein neues kriegen. Gib mal lieber so ein paar Berries her. Essen. Die nehmen wir aber noch mit für die Erfahrungspunkte. Die können wir ja nicht liegen lassen. Der ging noch. Level 71. Das ist ja so ungefähr, wie wir sie auch schon vorher schon mal getroffen haben. Es ist Mist hier. Wir sind zu voll beladen. Unser Zelt müssen wir auf jeden Fall aber dabei haben. Unseren Lagerfeuer, unseren Schlafsack, unsere Munition. Das erstmal so. Wir brauchen hier auf jeden Fall gar kein Fell mehr. Wir haben ja unseren Schlafsack. So, alles klar. Jetzt gibt die Berries her und ist sie. Hier kommen wir, schmeißen nochmal ein Stück Leder weg. Ich möchte ein bisschen die Taschen frei haben, dass wir wenigstens Berries oder Kürbisse sammeln können. Kürbiskraft. Brauchen die Kürbiskraft. So, jetzt gucken wir mal hier drüben. Kann ja nicht sein, dass wir schon wieder gar keine Exotics finden. Na? Nee, kein Versteck. Das war, glaube ich, ein Bison. Kein versteckter Höhleneingang. Gehen wir nochmal so rum. Das macht aber auch Laune, Leute. Das macht einfach, das ganze Spiel macht mir einfach Spaß. Alle Aspekte. Basis bauen, Erkundungstouren. Der Überlebensaspekt. Einfach alles. Auch, dass man seinen Charakter halt dauerhaft behält. Dieses mit dem Fortschritt. Auch, dass man das und das verliert. Das ist alles. Macht mir alles Laune. Und jetzt haben wir auch noch keine unserer Basen vermisst, müssen wir doch sagen. Wir haben jedes Mal uns eher darauf gefreut, eine neue Basis zu bauen. Dann auch. So. Erz hat es auf jeden Fall jede Menge hier. Sauerstoff und Silizium. Und Schwefel auch. Aber keine Höhleneingänge. Bis auf den einen, den wir jetzt hier oben wirklich in der Ecke gefunden haben, ne? Sonst noch nichts hier. Oh, jetzt wird es hier mal ein bisschen weiter auf. Jetzt gehen wir hier oben nochmal rum erstmal. Gleich das nächste Bärli unterwegs. So ein bisschen Abstand. Da oben auf Wassermelonen. Der ist aber auch schon wieder nah dran. Haben wir noch Platz? Nein, wir haben keinen Platz mehr. Ah, die Wassermelone rollt uns den Berg runter. Bleib hier. Wo ist sie hin? Da. Hier geblieben. Auch eine ganz tolle Landschaft hier. Aber wirklich irgendwie recht wasserarm dafür, dass es die Flusslande sind bis jetzt. Wir müssen mal gucken, ob wir da vorne spielen, das Inventar voll. Mehr als 50 können wir davon nicht sammeln. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden hier von Bären verfolgt. Vielleicht auch von Wölfen. Können wir jetzt gar nicht mehr alle einsammeln. Na gut, weiter geht's erstmal. Oh, Leute. Hier können wir mal einen Blick übers Tal werfen. Oh, da unten ist auch mal Wasser. Der erste Fluss in den Flusslanden. Ja, hier sieht es ein bisschen mehr aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Weniger Bäume, mehr Ebenen, mehr flache. Guckt mal hier. Das hat doch ein bisschen einen anderen Schlag noch als das reine Waldbio, wenn man sich das da unten jetzt anguckt. Da fast doch wie so eine kleine Moorlandschaft hier. So ein bisschen sumpfig dort und wirkt es jedenfalls. Wie gut. Wir müssen da erstmal runter. Ohne uns die Beine zu brechen, nach Möglichkeit. Oh, finde ich das gut. Finde ich das gut. Wie nah sind wir jetzt an unserem Missionsziel? Markier das mal. Ganz ruhig. Wir wollen hier auch nur runter. Auch insgesamt viel weniger Bewuchs hier so. Könnte auch bedeuten, dass man dann hier weniger Fasern bekommt. Okay, Leute, gehen wir näher ran. Das ist natürlich doch, da gibt es natürlich doch ein paar echt schöne Ecken. Aber egal, wir können die Flusslande ja nachher noch öfter besuchen. Wenn wir jetzt einmal hier waren, haben wir sie ja nachher dann sozusagen freigeschaltet. Dann wird es mit Sicherheit noch mehr Missionen geben, die uns dann wirklich richtig in die Flusslande reinführen, wo man dann auch in den Flusslanden anfängt. So wie es mit der Wüste ja auch war. Nachdem wir den Durchgang freigeschaltet hatten, gab es auch Wüstenmissionen. Das sieht schon alles toll aus, Leute.
Muss man einfach mal drauf achten, wie ich mal sage. Man muss zwischendurch auch mal einfach gucken, wie. Wenn man eine schöne Spielwelt hat, muss man die auch mal ein bisschen genießen. So, aber immer noch keine Höhleneingänge. Irgendwo hier schleicht schon wieder der Bär rum. Drüben noch ein Bison. So, Bison, wenn du einen Bär siehst, sagst du Bescheid, ne? So, hier sieht es doch auch schon wieder ganz verdächtig aus, aber sieht nur so aus. So, aufpassen, dass wir hier nicht gleich in den nächsten Bären reinstolpern. So, und da vorne hatten wir schon geguckt. Okay, dann gehen wir weiter Richtung Missionsziel. Und Richtung richtige Flusslande. Kürbis! Müssen sofort gucken, dass wir irgendwas weg. Hier. Weg damit. Brauchen wir nicht. Wir haben genug Stöcke. Und hier, wir sind hier wieder da, wo wir ohne Ende Stöcke sammeln können. Gib Kürbiskraft mit. Und iss auch gleich was von der Kürbiskraft. Was fällt denn da raus? Ah, vergammeltes Fleisch. Ja, schmeiß weg. Hier kommen wir essen den Fisch auf. Dann haben wir noch Platz. So, ist das noch? Davon, davon haben wir, davon haben wir. Weiter geht's. Aber wir sind nicht mehr ausgesch. Nee, oder war das ein. Das war ein Bär. Kein Bison. Da hinten ist er. Nee, das ist ein Hirsch. Alles gut. Du hast ein Geweih drauf. Bist ein Hirsch, eindeutig. So halte ich dich auch mal auseinander. Ihr wisst das noch aus Subsistence. Das war auch das Erkennungsmerkmal für den Unterschied zwischen Bär und Elch. Einer hat ein Geweih, einer nicht. So, jetzt kriegen wir einen fiesen, miesen Gewittersturm. Zeit, dass wir unser Zelt aufschlagen, würde ich sagen. Am besten hier am Wasser. Wo sind denn doch auf einmal überall Bäume? Anscheinend konnte ich auf die Distanz waren, sondern noch nicht dargestellt, oder? Moment. Nee, dahinter sieht es doch ein bisschen flacher aus wieder. Oder sind die Flussleine noch nicht ganz geladen hier und deswegen aber hier auch so wenig Fasern? Ich denke, das gehört schon so. Oh, wie cool. Es hat aber doch schon was leicht anderes hier. Und hier wäre natürlich super, super schön. Guck mal da vorne mit dem Wasserfall. Mal ein bisschen leiser in Ingame-Sound, dass ihr mich auch noch vernünftig hört und ich nicht wieder aus Versehen ins Schreien gerate. Oh, guck mal hier. Mit diesen kleinen Inseln. Ich habe ja genau gesagt, ich würde uns gerne einen Pfahlbau ins Wasser setzen. Wäre natürlich perfekt hier. Das können wir auch in der nächsten Mission dann ausprobieren. Oder werden wir in der nächsten Mission auf jeden Fall ausprobieren. Da bauen wir uns dann wieder richtig schön was auf. Und gucken mal. Es war auch dann die Payday Extraction. Ich habe geguckt, das ist auch nur eine 7-Tage-Mission. Ich dachte, wir haben da vielleicht dann mehr Zeit noch. Aber egal, in 7 Tagen. Aua! Haben wir uns unsere ganze Canyon-Basis aufgebaut gehabt. Und auch alles andere schon. 7 Tage reicht vollkommen aus. Ist das cool hier unten? Auch auf so einer, oder hier so einer kleinen Ecke hier einfach. Wir müssen auch da hoch übrigens, ne? Das ist unser Missionsziel. Wir müssen durch den Wasserfall. Ach nee, ist ja gar nicht. Wir haben einen Helm auf. Kein Problem. So, ihr Lieben. Stellen wir uns erstmal ganz schnell unser einfaches, aber funktionsfähiges Zelt auf. Eins. Zwei. Na, Gemse will jetzt auch eine Runde ins Zelt. Ist auch Schweinewetter. So, rein hier. Moment. Ein dahin. Gehst du bitte mal da oben? Geht nicht. Dann zwei hier hin. Ja, sehr schön. Die Ecke muss sein. Die Ecke muss zu und die Ecke muss zu und die Ecke bleibt so offen. Alles klar. Sehr schön. Dann können wir uns auch hier wieder unseren Schlafsack jetzt setzen, würde ich sagen. Haben wir auch erstmal wieder einen Spawnpunkt. In der Nähe hier von unserem Missionsziel. Schmeiß Kohle rein, schmeiß das rein. Aktivieren. Sehr schön, das brutzelt. Schlafsack hier rein. Spawnpunkt haben wir. Alles klar. Noch mal ein bisschen was essen. Noch mal ein bisschen Kürbiskraft nachfüllen. Das. Rucksack brauchen wir dann, wenn wir das Signal mal gesetzt haben. Dann können wir hier wieder unseren Rucksack nehmen. Für die restliche Erkundung so ein bisschen. Alles klar. Warten wir kurz die schwersten Winde ab. Und dann sind wir ja schon fast da.
Ist das mitten im Fluss? Sieht fast so aus. Warten wir einen kurzen Moment. Ich trinke auch mal nebenbei einen Schluck. Bis gleich. Kippt uns fast der Baum hier aufs Zeltdach von der Seite. Ah, herrlich, Leute. Macht das eine Laune, unterwegs zu sein mit unserem einfachen Zelt auch. Es hat irgendwie was. So, geh mal, gehst du mal bitte hier rüber. Du da. So, alles klar. Kleinen Moment noch. Jetzt riskieren wir aber, wenn es noch ein bisschen weiter ist, dann noch leichter Regen, dann riskieren wir mal einen Blick nach draußen. So. Ho, du gehst mal weg hier. Nicht, dass das noch am Boden liegend hier Feuer fängt, alles. Wir gucken erstmal ein bisschen näher ran hier. Sieht das cool aus. Das wäre natürlich ein genau richtig toller Spot, um sich hier was aufzubauen. Ich hoffe, der Wind ist nicht so laut. Ich hoffe, ihr hört mich noch gut. Oh. Wolfi. Noch besser. Hier oben, am oberen Teil des Wasserfalls, einmal rüber ein Haus. Beziehungsweise von beiden Seiten so ein Steg und in der Mitte würde der viereckige Pavillon stehen. Mit viel Glasanteil. Alles dann halt überdacht mit zum Vorbeikommen, wie wir das in unserer Canyon-Basis gemacht haben, dass die Glaselemente vom Wetter nicht beeinflusst werden. Ist das cool. Erreiche den Übertragungsort. Müssen wir jetzt echt hier hin? Wir müssen erstmal vor allem zu unserem Zelt. Das ist doch noch zu stark, das Unwetter. Müssen noch einen kleinen Moment abwarten. Ah, jetzt lässt es nach. Jetzt lässt es nach, wo wir gerade umdrehen. Alles klar. Müssen wir rein in den Fluss? Sieht fast so aus. Ich will von unten einmal noch ein Foto machen. Wir müssen einfach noch mal hier. Das ist kurz noch mal Fotosession-Zeit. Müssen einmal gucken, dass wir uns irgendwie hier hinstellen. Bei schönem Wetter jetzt gleich. Oder vielleicht sogar hier im Unwetter, ist egal. Machen wir so. Ich höre einen Wolf. Extrem un. Wo ist das Messer? Gar nicht getroffen. Aber er hat uns ordentlich getroffen. Level 75. Aber man hat auch aus Third-Person-Kämpfen scheint also nicht zu gehen. Oh Gott. Ich hoffe, Wasser ist tief genug. Ja, ist es. Wow, 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 wow. Na, Bär? Das traust dich nicht, ne? Oh doch, hat er sich getraut. Da ist er. Alles klar. Kein Problem, wir haben nicht mal einen Hut gerade. Weil ich wieder ein Foto machen wollte. Lebensgefährliche Fotosessions hier. Autsch, autsch, autsch. Machen wir schnell wieder an, damit wir sehen, was wir haben. Okay. Zum Glück war das Wasser hier unten tief genug. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber Glück hat uns schon oft gerettet. Es kam auch irgendwann von euch wieder rein, dass wir schon einige Male jetzt auch wieder Glück hatten. Am Anfang hatten wir auch viel Glück. Habe ich ja auch gesagt, dass es uns noch gar nicht erwischt hat in dem Spiel irgendwie. Und Glück ist ne? Aber habe ich auch schon mal gesagt, ist immer gewisserweise Bestandteil meines Gameplays. Ich verlasse mich da mal ein bisschen drauf, dass wir irgendwo ein bisschen Glück haben. Ist Bestandteil des Plans. So. Okay, jetzt haben wir aber schönes Wetter. Ihr könnt jetzt mal hier. Guckt mal, wie toll das aussieht. Wenn wir jetzt nicht gleich wieder von irgendwas angegriffen werden, haben wir vielleicht eine Chance, hier mal ein Foto zu machen. Foto. Ach, richtig cool, Leute. Das wäre natürlich wirklich ein Top-Spot, um sich hier aufzubauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir unser Missionsziel überhaupt hier erreichen. Gehen wir ins Wasser.
Hier sollen wir den aufstellen? Können wir den hier draufstellen? Sieht so aus. Der hält hier. Können wir den da oben draufstellen? Auch, oh, wir stellen den mal hier drauf. Er sagt, es braucht eine Plattform. Vielleicht reicht ja der Stein. Wie? Moment, das war's? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass wir den noch aktivieren müssen. Ich wollte gerade sagen, wir warten jetzt mit dem Aktivieren, bevor wir erstmal gucken, wo wir hinlaufen. Aber der ist schon automatisch aktiviert. Ja, wir müssen wieder da. Mission abgeschlossen. Okay, Leute, Mission abgeschlossen. Der Scanner steht... der Scanner, sag ich schon. Das Signal steht im Fluss. Alles klar. Und keine Welle jetzt mehr. Die kam schon vorher gerade. Das hat schon was. Okay, weg. Ich glaube, das Rauschen über Wasser war das auch ziemlich laut. Einmal weg hier. Kann auch mal schief gehen. War schon der nächste Bär? Ich hoffe nicht. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall in unserer Nähe erstmal unseren Spawnpunkt. Jetzt können wir mal gucken, dass wir einfach mal hier drüben weiter reingehen in die Flusslande. Vielleicht so ein bisschen am Rand, aber oben der Karte so ein bisschen lang. Erstmal hier rauf ein Stück. Gucken wir hier oben. Vielleicht entdecken wir hier noch ein paar Höhleneingänge jetzt. Und ein paar Exotics. Was haben wir da vorne? Schweinchen. Schweinchen, Schweinchen. Lauf deiner Wege, Schweinchen, Schweinchen. Alles gut. Ha! Hier haben wir doch schon gleich einen Höhleneingang. Und einen Bären höre ich auch. Super, der ist wahrscheinlich irgendwo oben drauf. Irgendwo da um die Ecke auf jeden Fall. Gleich zwei. Gleich drei. Ja, sehr schön. Weg mit dir. Sonst von denen jetzt nicht so viel treffen lassen, wenn draußen noch der Bär hinter uns rumschleicht. Okay, oh. Da dürfte uns aber nicht treffen können. Noch zwei. Haben sie die Anzahl auch überhaupt der Würmer irgendwie erhöht nochmal? Sind auch immer viel mehr jetzt, habe ich das Gefühl. Oder liegt das an dem Fluss landen? Dass das hier so ein bisschen gefährlicher ist. In den Höhlen auch noch einer. Oh. Was? Damit habe ich gar nicht gerechnet. Da geht es auf einmal ins tiefe Wasser. Wie fies, das war doch im Dunkeln. Na? Die, der hat sich zurückgezogen. Huch, nee, Moment, die Höhle scheint... Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben einen Bug in unserer Höhle hier. Wir fallen hier irgendwie durch den Boden, merkt ihr das? Liebe Entwickler, wir haben, glaube ich, gerade eine Bughöhle gefunden. Sehr schade, in den Flusslanden. Wir wollten hier gerade nach Exotics suchen. Ganz schnell angehen. Vielleicht würde aber auch einmal neu laden und reichen, weiß man nicht. Aber irgendwie fallen wir hier gerade. Ich will auch nicht weitergehen. Sind wir hier gleich nachher rausgefallen aus der Karte. Kam von euch auch schon mal in den Kommentaren rein, dass ihr auch schon mal an ein, zwei Stellen irgendwo aus der Karte rausgefallen seid. Sehr, 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 sehr ärgerlich, dass sowas passieren kann. Liebe Entwickler, hier Live-Videobeweis. Hier jetzt nicht nochmal rein. Wir bleiben jetzt hier stehen. Wir haben hier eine Höhle entdeckt, in die wir nicht rein können. Wäre super, wenn das geregelt wird. Hier ist aber auch nicht schlimm. Das ist schlimm. Ja, 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 das ist schlimm. Level 104 Bär am Höhleneingang. Der es jetzt noch schon einmal gebissen hat. Wir müssen ein bisschen unsere Ausdauer im Auge behalten. Erstmal nicht schießen. Erstmal nur laufen. Jetzt wieder schießen. Es hängt der Felsen fest. Laufen. Ja, wenn die Ausdauer knapp wird, lieber nur einmal schießen. Wenn du nicht triffst, triffst du nicht. Aber auf jeden Fall lieber vorbeirennen. Oh, oh, er hat einen doppelten Bogen gedreht. Musst du sofort nochmal an ihm vorbeilaufen. Habt ihr gesehen, ne, wie wir es eben gemacht haben. Sofort nochmal vorbeilaufen. Hier ist ja auch noch ein Wolf einmischen. Oh.
Noch ein Wolf. Zeit für unser erstes Ende. Oh. Oh, noch unter der Erde. Ich hoffe, wir kommen da wieder ran. Au, 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 au. Da hat es uns glatt erwischt. Auf unserer ersten Tour durch die Flussrand. Ja, Lieben, das muss auch mal passieren. Es hat uns erwischt. 104, 112 und 100, was auch immer. Okay, ihr Lieben. Da hat es uns tatsächlich das allererste Mal erwischt. Premiere in den Flussland, ist es soweit. Muss auch mal sein. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir spawnen an unserem Bett wieder. Möchtest du wirklich wieder erscheinen? Außen wird hier gelagert und sammelt. Ja, machen wir. Okay, jetzt sind wir hier. Und wo war jetzt dieser Höhleneingang? Da oben. Da ist natürlich jetzt noch Bär, Wolf und Wolf unterwegs. Das ist eher ungünstig. Oh, wir hatten ja gerade ein Level-Up. Erst ganz kleiner Malus nur. Wir bluten noch ganz fieselig. Ach ja, wir sind ja auch derselbe Charakter noch, ne? Stimmt, wir sind bewusstlos. Dann behalten wir natürlich unsere Verletzung, würde ich auch sagen. Ja, das war blöd mit dem. Ich hätte den Bär weiter bekämpfen sollen und mich nicht von dem Wolf ablenken lassen sollen. Und ich hätte gucken sollen, dass ich da oben irgendwo ins Wasser komme von der Höhle aus. Weg, komplett weg aus dem Kampf, rein ans Wasser. Dann hätten wir eine Chance gehabt. So, jetzt nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir an unsere Ausrüstung wieder rankommen. Auf geht's. Das werden wir natürlich jetzt zusammen versuchen, wieder abzuholen da oben. Ah, ja, 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 ja. Ah, sehr cool. Das erste Mal. Gehört aber auch dazu. Ich hatte eigentlich schon viel früher damit gerechnet, dass wir mal aufgefressen werden. Jetzt hoffe ich nur, dass wir da nicht in diese Höhle reingeglitscht sind. Wir sind ja schon da, ne? Es war genau hier. Ich hätte eigentlich nur einen Meter ins Wasser laufen müssen. Wie, jetzt sind alle Tiere weg? Ne, der Bär ist da noch drin. Jetzt kommt er. Oh oh, wie ungünstig. Ausdauer ist alle. Lauf, 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 lauf. Wenigstens ins Wasser rein. Oh. Ja, der kommt jetzt ganz da hinten an. Auf! Knapp. Knapp, 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 knapp. Da kommt auch noch ein Wolf uns entgegen jetzt hier im Fluss. Passend. Dann noch einer. Zwei Wölfe gleich. Na geil. Wird immer besser. Lauf, 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 lauf. Hoffentlich hält die Ausdauer noch ein bisschen durch. Schleich mal hier rein. Ans Feuer. Warum zeigt er mir das Feuer nicht an? Da. Na. Na. Okay, 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 okay. Raus hier. Einmal wieder oben rum im Bogen. Schnapp das. Schnapp das. Da ist der Bär. Ich hoffe, hier ist kein Wolf mehr drin. Zerstören. Zerstören. Alles nehmen. Habe ich genommen? Ja, habe ich. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Au, 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 au. Lauf weiter. Ah. Essen. Hu, 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 hu. Okay. Okay. Alles klar. Flasche hier rein. Das hier rein. Nähset genutzt. Wildschwein. Das genutzt. Wir haben eine infizierte Wunde, ne? Mittlerweile schon. Die hat zu lange gebraucht, um sie zu verarzten. Da bräuchten wir jetzt Antibiotikum. Jetzt kommt das Schweinchen auch noch an. Nee, kommt's nicht. Bleib da stehen. Weg mit dir. Alles klar. Was stimmt mit unserem Helm nicht? Hallo, Helm?
Geht er wieder? Geht wieder. Okay, nee, geht nicht wieder. Stimmt mir nicht. Liegt an unserem Helm, ne? Wir können nicht richtig gucken mit dem Helm auf Kopf. Okay, nehmen wir ihn kurz ab. Alles klar, ihr Lieben. Autsch, 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 autsch. In die Höhle kommen wir nicht weiter rein. Können wir nicht nach Exotics gucken? Gehen wir erstmal zurück zu unserem Zelt. Erholen uns erstmal von unserer Wunde ein bisschen hier. Einmal vorsichtig an unser Zelt im Bogen laufen, dass wir nicht den Bären gleich wieder an der Backe haben. Kürbiskraft! Hätte ich vorher nicht so groß sagen sollen, dass Glück als Plan des Gameplays mit da reinspielt. Schon hat es das Glück verlassen. Aber wie gesagt, gehört auch dazu. Wunder, dass wir eigentlich vorher noch nie uns, dass es uns vorher noch nie. Aber da hatten wir wirklich jedes Mal schon viel, 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 viel Glück. Weil genau das passiert eigentlich, wenn ich euch so verstehe, so viel öfter, dass man in Bären reinstolpert, der noch gleich drei Wölfe dabei hat und so. Wie gesagt, wir hatten bis jetzt viel, 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 viel Glück in dem Spiel einfach. Das hat uns mal erwischt. Glück hat man noch unser Zelt aufgebaut. Und Glück hat man gerade noch ein Level abgemacht. Wobei eigentlich bei uns ist das völlig egal mit Levels und Level up und dem Malus und so weiter. Weil wir eh keine Talentpunkte mehr bekommen und Entwurfspunkte so viel haben, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Es ist also alles gar nicht so wild. Ja, Lieben, okay, das Missionsziel haben wir geschafft. Ich würde sagen, erstmal vorsichtig rein ins Zelt. Einmal die Infektion der Wunde abgewartet. Und ich würde sagen, das reicht als erster kleiner Blick in die Flusslande, damit wir in der nächsten Folge dann in der neuen Mission richtig anfangen können. Würde ich sagen, ich laufe dann jetzt offscreen zurück zur Kapsel. Ich probiere noch das aus, was wir ausprobieren wollen, nämlich, dass wir mal ein Werkzeug probeweise auf dem Planeten lassen, um zu gucken, ob das dann verschwindet oder nicht. Und den Rest, wie gesagt, lassen wir einfach im Inventar. Das habe ich immer so gemacht. Die Sachen kommen auf jeden Fall alle mit nach oben. Und wir probeweise lassen wir halt einmal eine Spitzhacke hier, um es wirklich rausgefunden zu haben. Ja, Lieben, das heißt, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wahrscheinlich schon wieder oben auf der Station oder vielleicht noch an der Kapsel hier unten beim Einsteigen. Wahrscheinlich aber schon oben auf der Station, weil das Hochfliegen ist auch nur ein Ladebildschirm. Dann holen wir uns die Belohnung zusammen ab und starten dann in die Mission Payday Extraction. Ja, Lieben, lasst uns tatsächlich das erste Mal jetzt hier erwischt, so ist das. Ja, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese kleine Erkundungsfolge gefallen, würde ich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich nämlich am allermeisten freuen. Ansonsten bleibt mir zu sagen, wie immer, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.